Willkommen zur Übung der Woche. Diese Woche kümmern wir uns um unsere Schulter. Schulterproblematik wird mehr denn je ein Riesenthema. Das liegt auch daran, dass derzeit die Liegestützchen wieder so allzu modern sind. Und nicht, dass ich was gegen Liegestützen sagen möchte, nein, ganz im Gegenteil. Die Liegestütze, egal ob seitlich, vorne, rückwärts, gedreht, gehalten, einbeinig, ist immer eine großartige Übung, werdet ihr auch hier bei den Übungen der Woche finden. Allerdings ist es so, wenn wir zu viel stützen und gegebenenfalls auch sonst recht introvertiert, innenrotiert sozusagen sitzen, vielleicht sogar noch einen Beruf haben, der nach vorne innen geht, dann ist das Schultergelenk schon so ein ganz kleines Problemkind. Damit dieser sehr wertvolle Knorpel unter dem Schulterdach geschmiert wird und damit möglichst viele Muskeln dieser Schulter, dieser Rotatorenmanschette der Schulter trainiert werden, haben wir eine Übung, die ihr sehr gerne auch machen könnt, wenn euch die Schulter schon wehtut. Also wir machen jetzt die Übung präventiv, auf gut Deutsch vorbeugend, um gar keine Schulterschmerzen zu kriegen, gerade wenn ihr auch sonst Liegestützen mögt. Oder wir machen es schon therapeutisch, das heißt, die Schulter tut schon weh. Da fangen wir in dem Fall an, fast alle Physiotherapeuten, die was auf sich halten und sich auch auskennen, arbeiten mit dem echten, richtigen Flexibar in der Thematik Schulter. Ich fange jetzt bei mir meine rechte Seite an und drehe mich so ein ganz klein wenig zu euch. Warum? Dann könnt ihr es noch besser sehen. Ihr fangt zum Aufwärmen immer nach unten an, hier einfach schon mal spüren, wie das gut tut. Sehr häufig kann man, ich zeige es euch von vorne wieder, regelrecht erkennen, auch wenn ich in der Gruppe arbeite und meine Gruppe gegenüber würde jetzt mit dem linken Arm schwingen, dann sieht man immer regelrecht, der Schultergürtel, der wird runtergezogen und wir sitzen ja sonst häufig Schultern zu weit oben. Jetzt kommt die Schulter hier richtig schön tief, der Ellbogen ist ganz, ganz leicht gebeugt, auch wieder gerne nur mit 2, 3 Fingern greifen. Die Amplitude, der Bewegungsausschlag, das wissen natürlich alle, die mit dem Flexibar schon lang arbeiten, ist absolut unmaßgeblich für den Erfolg. Also ihr könntet diese Übung auch in einem Rollstuhl oder sitzend auf einem Hocker ausführen und es ist ganz egal, ob ihr jetzt großamplitudig, also mit einem großen Bewegungsausschlag oder ganz klein und fein, und gerade wenn die Schulter wehtut, reicht ganz klein und fein. Ihr geht jetzt schwingend, ganz leicht nach vorne und jetzt unterscheiden wir zwischen Therapie und Prävention. Wenn euch ja quasi nichts wehtut, könnt ihr ganz locker mit dem Griff vor die Schulter gehen und dann natürlich auch, gerade wenn es von der Motorik her klappt, über die Schulter. Gerne dann wieder langsam nach vorne, am Bein vorbei nach unten. Und ihr seht jetzt, ich kann mich auch noch nach vorne beugen und fast in die Trizepsstreckung reinarbeiten. Jetzt habe ich einen richtig großen, weiten Weg und gehe schwingend von vorne nach hinten durch, so oft wie ich kann und mag und der Flexibar auch schwingt. Jetzt kommen wir zu dem Fall, dass euch die Schulter tatsächlich schon wehtut. Da startet ihr erst recht mit dem Schwingen nach unten, was mir übrigens auch immer wieder wichtig wäre, gerne den Daumen auch mal einfach nur auflegen, ganz neutral. Auch für alle Trainer und Übungsleiter, die mit dem Flexibar arbeiten, wenn wir 3, 4 Mal die Woche sehr viel schwingen, dann ist es schon gut, das Daumen-Grundgelenk zwischendurch mal zu entlasten. Wenn wir jetzt in der Therapie arbeiten und ihr geht nach vorne, dann geht ihr nur bis an den Punkt, in der Fachsprache heißt es auch die Frozen Shoulder, da tut die Schulter dann schon weh. Und wenn ihr merkt, hier fängt es an weh zu tun, dann geht ihr nur an den Schmerz ran, nicht in den Schmerz rein. Ihr schleicht euch wieder raus. Kleine Amplitude, gerne auch so ein bisschen nach hinten und auch da nur so weit, bis ihr merkt, jetzt wird es unangenehm. Bizarrerweise, eigentlich grandioserweise, ist, wenn ihr jetzt in der nächsten Runde wieder nach vorne geht, so wäre es eben in der Krankengymnastik auch, geht es schon ein paar Grad weiter und auch wieder nur bis an den Schmerz hin und dann wieder nach unten und locker lassen. Jederzeit, gerade wenn die Schulter rechts oder links jetzt mehr weh tut, mit der schmerzenden Schulter eher öfter, aber nicht alleine. Jedes Gelenk, egal ob Hüfte, Knie, Sprunggelenk, alle Gelenke, die wir auf beiden Seiten haben, sollten dementsprechend auch auf beiden Seiten recht ähnlich trainiert werden. Da kommt es auf ein paar Sekunden nicht an, aber es ist ja schon so schön, dass auch die Rechtshänder ihre linke Seite schulen und die Linkshänder die rechte Seite.
Hat auch was mit dem Gehirn zu tun und warum nicht gleich alles auf einmal trainieren. Viel Spaß mit der Übung der Woche.